Hallo, ich werde euch jetzt zeigen, wie man einen ESC, der die Simon K. Firmware hat, auf BL Heli flashen kann. Ich habe mir bei Banggood einige ZDW Spider Opto mit 12 Ampere gekauft. Leider gibt es diese nur im China Warenhaus, die aber mit der Versandart Expedit Shipping Service in 8 Tagen bei mir zu Hause ankam. Die ESCs werden mit der Simon K. Software ausgeliefert und lassen sich somit über das Servokabel mit einer neuen Firmware flashen. Zum Flashen von Simon K ESCs verwende ich einen USB-Linker von Hobby King, an dem das Servokabel des ESC angeschlossen wird. Der USB-Linker wird mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden. Und da der ESC für das Flashen noch zusätzlich Strom benötigt, verbinde ich ihn mit einem LiPo-Akku. Ich starte jetzt die Software, die BL Heli Suite, mit der jetzt die Firmware neu geflasht werden kann. Zuerst verbinden wir über den COM-Port den USB-Linker. Bei mir ist das COM 5. Die 9600 Boot bleiben so. Und über den Connect-Button wird der USB-Linker dann verbunden. Wir können jetzt erst einmal auslesen, was für eine Firmware drauf ist auf dem ESC. Er stellt auch fest, hier ist es die Simon K Software und fragt mich gleich, ob er neu flashen soll. Das bestätige ich mit Yes und suche mir jetzt die passende Firmware aus. Für die ZDW ist das die Blue Serie 12A. In der Multi-Version und durch OK und Yes wird der Flash-Vorgang eingeleitet. Er überträgt jetzt die neue Firmware auf das ESC. Nach dem Flashen macht er noch eine Kontrolllesung, die aber hier wohl zu einem Fehler führen wird, da ich diesen Vorgang schon kenne. Daher starte ich den Flash-Vorgang erneut, suche wieder die passende Firmware aus und mache einen zweiten Flash-Versuch. Warum das so ist, habe ich noch nicht festgestellt, aber bei mir war das so, dass alle ZDW 12 Ampere dann beim zweiten Versuch richtig beschrieben wurden. So ist das auch hier der Fall. Erfolgreich beschrieben. So, wir sehen dann auf dem Bildschirm die aktuelle Version. Hier ist die 13.1 und könnten jetzt weitere Einstellungen machen. Das Wichtigste hierbei ist die Dampened Light Einstellung für mich, damit die aktive Bremse auch betätigt wird und damit diese Änderung auch übernommen wird, müssen wir noch einmal auf den Write Setup Button klicken und das war's dann, was wir hier mit dem Flashen erreichen wollten. Jetzt können wir noch einmal disconnecten und schauen, wie sich die neue Firmware auf die Motoren auswirkt.